Seit mehr als 7 Jahren gibt es sie nicht mehr, die allgemeine Wehrpflicht. Wer heute zur Bundeswehr geht, macht dies freiwillig. Wer nicht zur Bundeswehr wollte oder konnte, machte einen Ersatzdienst im Sozialsektor. In beiden Bereichen fehlt seit dem Wegfall der Wehrpflicht Personal. Nun hat die CDU eine Debatte um eine allgemeine Dienstpflicht, die sowohl für Männer als auch für Frauen gelten soll, in Gang gebracht. Auch Bundestagsabgeordneter der CDU, Michael Dont, befürwortet eine Einführung dieser Dienstpflicht. Wir hatten einen Kreisparteitag, da war das sehr heftig diskutiert. Und dann hat sich der Kreisparteitag auch dafür entschieden, dass wir für die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht wären im Kreis Reutlingen. Aber nicht nur der Mangel an Personal soll ein Grund für die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht sein. Das hat den Vorteil, dass, wie gesagt, dieses Verhältnis des jungen Bürgers zum Staat nochmal anders wird, dass einem bewusst wird, ich bin auch Teil dieser Gemeinschaft, die sich um andere kümmern muss. Ob das jetzt bei der Bundeswehr ist oder beim THW, ob das beim DRK ist oder im Altenheim oder auf dem Bauhof, wo wir ja zum Teil solche Stellen auch haben, weil da ökologische Positionen oder im Kindergarten, was auch immer, dass man da eine Vielfalt anbietet, halte ich für richtig. Außerdem lernen junge Menschen so auch Arbeitsbereiche kennen, die auch nach dieser Zeit eine berufliche Perspektive bieten könnten. Ich glaube, es ist in unserer schnelllebigen Zeit, wo auch immer wieder beklagt wird, dass die Ich-Bezogenheit zu stark wird, dann so ein Jahr, wo man einen Dienst für und an der Allgemeinheit leistet, eine wertvolle Erfahrung auch für die Menschen, aber auch dann für die Gesellschaft. Rein verfassungsrechtlich dürfte die Dienstpflicht allerdings nur schwer umsetzbar sein, denn laut dem Grundgesetz ist der Zwangsdienst verboten. Alternativ könnte wieder eine Wehrpflicht, wie wir sie vor 7 Jahren hatten, eingeführt werden. Doch noch reagiert die Bundesregierung auf dieses Thema zurückhaltend.